Worum geht es beim Thermitschweißen an Schienen? Die Stoßlücken der Schienen im Gleis müssen schnell und sicher verschweißt werden. Der Arbeitsablauf einer Thermitschweißung wird in der Arbeitsanweisung detailliert beschrieben. Die benötigten Werkzeuge und Verbrauchsstoffe findet man ebenfalls darin. Das Lesen der Arbeitsanweisung allein reicht aber noch nicht, um eine Thermitschweißung herstellen zu können. Notwendig ist ein Training mit praktischer Abschlussprüfung. Bei Erfolg bescheinigt dies ein Zertifikat. Schienen. Was verbirgt sich alles hinter diesem Begriff? Miteinander verschweißt werden Vignolschienen oder Rillenschienen oder Kranschienen. Es werden auch Schienen des gleichen Typs, aber unterschiedlicher Profilgröße oder des gleichen Typs, aber mit unterschiedlicher Abnutzung verschweißt. Ebenso sind Schienen unterschiedlichen Typs, zum Beispiel Vignolschienen mit Rillenschienen, durch eine Thermitschweißung zu verbinden. Auch Fehler in Schienenköpfen können entfernt und mit Thermit-Sonderverfahren restauriert werden. Schienen unterscheiden sich nicht nur in der äußeren Form, dem Schienenprofil, sondern auch in ihren Materialeigenschaften, der Stahlgüte. Das Schienenprofil und die Stahlgüte sind am Walzzeichen erkennbar. Beides ist später mit den Angaben auf dem Etikett der auszuwählenden Schweißportion zu vergleichen. Welche Verbrauchsstoffe und Werkzeuge werden benötigt? Zunächst einmal ein Reaktionstiegel. Unabhängig vom Schweißverfahren kommen unterschiedliche Tiegelsysteme zur Anwendung. Entweder Einwegtiegel für jeweils nur eine Schweißung oder Langzeittiegel für mehrere Schweißungen. Der hohe Euro-Tiegel 1 unbefüllt mit hoher Kappe für Lücke 75, mit kleiner Kappe für Lücke 50. Der Euro-Tiegel 1 unbefüllt mit hoher Kappe für Lücke 50. Für Standardlücken entweder der Euro-Tiegel 1 unbefüllt oder befüllt oder der Euro-Tiegel 2 befüllt. Das Langzeit-Tiegelsystem kann bei allen Lückenweiten angewandt werden. Gegebenenfalls wird ein höherer Aufsatzring erforderlich. Des Weiteren werden Gießformen benötigt. Für jede Schweißung jeweils ein Formenpaar. Diese können je nach Anwendungszweck unterschiedlich sein. Zweiteilige Formen für Vignolschienen, hier für die Abdichtung mit Paste. Zweiteilige Formen für Vignolschienen, hier für die Abdichtung mit Sand. Zweiteilige Formen für Rillenschienen. Dreiteilige Formen für Vignolschienen, dreiteilige Formen für Rillenschienen sowie dreiteilige Formen für Kranschienen. Mithilfe dieser Formen werden jeweils gleiche Schienenprofile verbunden. Wie bereits erwähnt, werden auch unterschiedliche Schienenprofile miteinander verschweißt. Auch diese Formen sind zwei- oder dreiteilig ausgeführt. Mit der Thermitportion wird mittels einer chemischen Reaktion flüssiger Stahl hergestellt. Die Thermitportion wird ausgewählt anhand der Bezeichnung nach dem Schienenprofil, nach der Stahlgüte der Schienen, nach dem angewandten Verfahren, nach dem gewählten Tiegelsystem. Damit der flüssige Stahl nicht zwischen Gießform und Schiene ausläuft, wird rundum abgedichtet, entweder mit Abdichtsand oder mit Abdichtpaste. Die Thermitreaktion wird durch ein brennendes Anzündstäbchen bei 1000 Grad Celsius gestartet. Diese Anzündstäbchen sind getrennt von Thermitportionen zu lagern und dürfen auch nicht am Körper getragen werden. Der Tiegelstöpsel am Boden des Tiegels schmilzt nach einer bestimmten Zeit durch und öffnet so automatisch den Auslauf. Hier der Tiegelstöpsel, der in den Langzeittiegel eingesetzt wird. Und hier der im Euro-Tiegel bereits integrierte Tiegelstöpsel. Die benötigte Vorwärmflamme kann erzeugt werden entweder mittels Sauerstoff und Propan, Sauerstoff und Acetylen, Ansaugluft und Propan, Druckluft und Propan oder aber mittels Druckluft und Benzin. Natürlich können all diese Verbrauchsstoffe auch nur mit einer vollständigen Schweißausrüstung zu einer korrekten Thermitschweißung verarbeitet werden. Auch hier gilt: gute Arbeit nur mit gutem und vollständigem Werkzeug. Beginnen wir. Der erste Arbeitsschritt beim Thermitschweißen ist das Herstellen der Schweißlücke. Diese muss maßhaltig sowie gerade, eben und rechtwinklig sein. Sie kann auf verschiedene Weise hergestellt werden. Mit einer Trennschleifscheibe, wie hier gezeigt,
oder mit autogenem Brennschnitt. Die Lückenweite für den Schnitt wird markiert und danach als Führung für den Schneidbrenner die Brennschneidlehre immer auf die zu schneidende Schiene aufgesetzt. Zum Zünden des Brenners wird am Griffstück zuerst das Sauerstoffventil voll geöffnet und danach das Brenngasventil ein wenig. Bei geöffnetem Schneidsauerstoffventil wird nun das Brenngasventil schrittweise geschlossen, bis die ringförmige Heizflamme sich scharf abzeichnet. Das Schneidsauerstoffventil wird wieder geschlossen. Der Schneidbrenner wird am Schienenfuß angesetzt, die Fußkante auf Entzündungstemperatur erwärmt und danach der Schneidsauerstoff freigegeben. Der Stahl verbrennt zu Schlacke. Diese wird aus der Schnittfuge ausgeblasen. Der Schnitt erfolgt in 3 Schritten. Am Fuß wird begonnen und der Brenner weiter über den Steg bis unter den Kopf geführt. Danach wird der gegenüberliegende Schienenfuß geschnitten und abschließend dann der Schienenkopf durchtrennt. Nun muss die Schlacke entfernt werden. Die Schweißlücke kann auch durch Verziehen der Schienen hergestellt werden. Auf das Herstellen der Schweißlücke folgt das Ausrichten der Schienen. Zuerst die Seitenausrichtung. Die Schienenfußaußenkanten sollen gerade zueinander verlaufen und keinen Seitenversatz haben. Ebenso soll das Lineal entlang beider Fahrkanten am Schienenkopf ohne Spalt anliegen. Danach die Höhenausrichtung. Der Schweißstoß schrumpft beim Abkühlen nach unten. Um dem entgegenzuwirken, werden beide Schienenenden vor dem Schweißen etwas überhöht ausgerichtet. Das in der Arbeitsanweisung vorgegebene Überhöhungsmaß ist dafür nur ein Richtwert. Einfluss auf das Maß der Höhenschrumpfung haben die Schweißlückenweite, die Schienenkopfhöhe, die Schienenstehhöhe sowie die Gleislage. Diese Einflüsse sind bei der konkret einzustellenden Überhöhung zu berücksichtigen. Der richtige Vorwärmbrenner ist auszuwählen. An jedem Brenner ist ersichtlich, mit welchen Gasen und mit welchen Arbeitsdrücken er verwendet werden darf. Anhand der Nummer am Brennerkopf ist der Brennertyp erkennbar. Welcher Brennertyp für welche Schweißverfahren einzusetzen ist, ist in der Arbeitsanweisung beschrieben. Das Einstellmaß gibt den korrekten Abstand der Spannvorrichtung zur Schweißlücke vor. Die Spannvorrichtung wird ohne Verkantung am Schienenkopf befestigt. Noch vor dem späteren Ansetzen der Formen ist der Vorwärmbrenner mit dem Brennerhalter über der Schweißlücke auszurichten. Dazu wird zuerst mit Hilfe des Einstellmaßes die korrekte Brennerhöhe, das heißt der Brennerabstand zur Fahrfläche, eingestellt. Damit beide Schienenquerschnitte später gleichmäßig von der Flamme beaufschlagt werden, wird anschließend der Vorwärmbrenner sorgfältig sowohl mittig zur Schweißlücke als auch rechtwinklig zu allen Schienenachsen mit dem Brennerhalter ausgerichtet. Der korrekt ausgerichtete Vorwärmbrenner darf nun nicht mehr vom Brennerhalter getrennt werden, sondern ist nur zusammen mit dem Brennerhalter von der Spannvorrichtung abzunehmen. Bedingt durch die unterschiedlichen Walztoleranzen der Schienen kann es erforderlich sein, die korrekte Passung der Form an die Schiene durch vorsichtiges Anreiben wiederherzustellen. Wird ein Anpassen der Formen durch Anfeilen erforderlich, dann soll dabei die Wulstgeometrie erhalten bleiben. In den Fällen, wo das nicht möglich ist, sind spezielle Übergangsformen zu verwenden. Die Formhälften werden in die Formhaltebleche eingelegt und nicht gleichzeitig, sondern einzeln nacheinander an die Schienen gesetzt. Beide Formhälften sollen dabei rechtwinklig zur Schiene und mittig zur Schweißlücke stehen. Die andere Formhälfte wird dagegen gesetzt und beide Formhaltebleche leicht festgezogen. Es wird darauf geachtet, dass beide Formhälften am Formenkopf und auch am Formenfuß glatt und bündig zueinander stehen. Dies wird mit dem Finger sowohl innen am Riegelsitz im Formenkopf als auch außen am Formenfuß überprüft. Sinngemäß wird so auch bei dreiteiligen Formen vorgegangen.
Auch hier sollen sowohl beide Formhälften als auch die Unterfußleiste zueinander jeweils bündig sein. Der korrekte Sitz des Riegels wird durch probeweises Einsetzen in die Form überprüft. Bei Schweißungen in Gleisbögen sind die Schienen geneigt. Der Stahl soll immer über beide Riegelseiten gleichmäßig in die Form einlaufen. Darum muss hier die Riegeloberseite angefeilt werden. Um die Form abzudichten, steht entweder Abdichtsand oder wahlweise Abdichtpaste zur Verfügung. Der Abdichtsand darf weder zu trocken noch zu feucht sein. Er soll leicht knetbar sein. Bei der Sand- und Pastenabdichtung der Form am Schienenkopf werden immer Abdichtpappstücke verwendet. Diese verbrennen später und schaffen einen Spalt, den beim Einguss der flüssige Stahl ausfüllt. Die Abmessung der Abdichtpappstücke sowie deren Anwendung unterscheiden sich bei den Verfahren. Bei einigen Verfahren wird zur Kopfabdichtung auch ein Spachtel benötigt. In diesen Fällen wird zuerst wenig Sand bis zum Spachtel durchgeschoben und verdichtet. Erst danach wird weiterer Sand aufgefüllt und verdichtet. Der einlaufende flüssige Stahl soll innen unter dem Formenkopf auf eine kompakte Sandbarriere treffen. Sollen Schienen miteinander verschweißt werden, deren Schienenköpfe unterschiedlich abgefahren sind, dann ergeben sich nach dem Ausrichten und dem Ansetzen der Formen zwangsläufig Spalte, sowohl unter dem Schienenkopf als auch unter dem Schienenfuß der stärker abgefahrenen Schiene. Diese Spalte sind vollständig mit Pappe zu füllen, wobei die Pappe außen nicht über die Formaußenkante ragen darf. So wie Sie das Prinzip bereits von der Kopfabdichtung kennen, wird auch hier dann Abdichtsand dagegen gedrückt und die kompakte Sandbarriere später für den flüssigen Stahl geschaffen. Ohne diese Pappen würde der Sand unzulässig durch den Spalt hindurch ins Forminnere geschoben werden und zu Sandeinschlüssen in der Schweißung führen. Beim Abdichten ist auszuschließen, dass Sand in die Form fällt. Dieser würde Sandeinschlüsse in der Schweißung zur Folge haben. Das Abdichtmaterial ist bis zur Außenkante des Formhalteblechs ringsum aufzufüllen, anzudrücken und überall sorgfältig zu verdichten. Auch unter dem Schienenfuß muss abgedichtet werden. Arbeiten Sie sorgfältig und vergessen Sie rundum keine Stelle. Dort würde später sonst der flüssige Stahl auslaufen. Nach dem Abdichten werden die Schienenköpfe links und rechts der Schweißstelle abgedeckt. Kommen heiße Schweißspritzer auf den kalten Schienenkopf, kann sich von diesen Stellen ausgehend ein Dauerbruch entwickeln. Nun wird der Tiegel vorbereitet. Vor jeder Schweißung muss sichergestellt werden, dass der Langzeittiegel keine Feuchtigkeit enthält. Das würde zu Poren im Schweißgut führen. Deshalb wird das Innere des Langzeittiegels so lange mit einer weichen Flamme getrocknet, bis eine Temperatur von ca. 100 Grad Celsius außen an der Stahlhülle des Tiegels erreicht wird. Mit dem magnetischen Ende des Einsetzstabs wird der automatische Tiegelstöpsel in den Langzeittiegel eingesetzt und die Hülse ringsum außerhalb mit Verschlusssand abgedichtet. In das Innere der Hülse dürfen weder Verschlusssand noch andere Fremdkörper gelangen. Erst jetzt wird der Einsetzstab entfernt und die Schweißportion eingefüllt. Bevor die Thermitportion eingefüllt wird, wird der Eurotiegel innen und außen visuell auf Beschädigung überprüft. Der Stöpselsitz soll frei von Fremdkörpern sein. Anders als beim Langzeittiegel muss der Eurotiegel vor dem Einsatz nicht getrocknet werden. Er wird verschlossen und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert. Die laut Arbeitsanweisung ausgewählte Thermitportion wird in den Eurotiegel gefüllt. Feucht gewordene und anschließend wieder getrocknete Thermitportionen dürfen ebenso wie beschädigte Thermitportionsbeutel nicht verwendet werden. Das würde zu Poren im Schweißgut führen. Der Vorwärmbrenner arbeitet wie der Schneidbrenner nach dem Injektorprinzip. Deshalb ist auch hier in der richtigen Reihenfolge zu zünden. Das Sauerstoffventil voll öffnen, danach etwas das Brenngasventil öffnen und dann zünden. Nur mit dem Brenngasventil wird nun eine Flammenkernlänge von ca. 20 mm eingestellt. Beim späteren Schließen des Brenners wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen. Zuerst das Brenngasventil und danach das Sauerstoffventil schließen. Bei einem unzulässigen Rückschlag der Flamme zurück in den Brenner sollen schnell das Sauerstoffventil und das Brenngasventil geschlossen werden.
Die feuchten Schlackenschalen werden getrocknet, um eine gefährliche Knallgasbildung beim späteren Schlackereinlauf auszuschließen. Der Brenner wird mit dem Brennerhalter aufgesetzt. Der Brennerhalter wird fixiert und ausgerichtet. Das Sauerstoffventil am Griffstück muss vollständig geöffnet werden. Jetzt wird über das leichte Öffnen des Brenngasventils in der Flamme ein Brenngasüberschuss eingestellt. Die Flamme blubbert hörbar. Danach wird das Brenngasventil wieder so weit geschlossen, sodass das Blubbern gerade verschwindet. Ein unzulässiger Sauerstoffüberschuss wird damit ausgeschlossen. Die Vorwärmung läuft mit neutraler Flamme. Die Flammenkerne über der Form sind gleich lang und haben beide die richtige Höhe. Erst jetzt startet die in der Arbeitsanweisung vorgegebene Vorwärmzeit. Die Simulation zeigt, wie nun beide Schienenenden gleichmäßig erwärmt werden. Je heller die Farbe, umso höher ist die Temperatur. Hier ist eine Formhälfte entfernt worden, um zu zeigen, wie die Vorwärmflamme den gesamten Querschnitt beider Schienenenden gleichmäßig vorwärmen soll. Sie erkennen nun auch die Notwendigkeit einer exakten Brennerausrichtung mittig über der Schweißlücke. Die Arbeitsdrücke beim Vorwärmen unterscheiden sich nach dem Schweißverfahren und nach der Gasart und sind in der Arbeitsanweisung vorgegeben. Arbeitsdrücke sind Fließdrücke und werden somit nur bei brennender Flamme eingestellt. Auf Baustellen wird das Gas aus Flaschen entnommen. Bei längerer Gasentnahme sinkt der Flaschendruck und bedingt durch das Arbeitsprinzip des Druckminderers steigt damit der Arbeitsdruck im Schlauch leicht an. Die Arbeitsdrücke müssen deshalb über die gesamte Vorwärmdauer durch Nachregeln der Druckminderer konstant gehalten werden, damit ein schleichendes Entstehen von Sauerstoffüberschuss in der Vorwärmflamme verhindert wird. Je nach Schweißverfahren wird das Ende der Vorwärmung bestimmt, entweder durch den Ablauf einer Zeit oder durch das Erreichen einer Schienentemperatur von 900 bis 1000 Grad Celsius. Das entspricht der Farbe gelb-rot. Das wird visuell geprüft. Beim Vorwärmen mit Benzindruckluft ist das Einstellen einer stabilen blauen Vorwärmflamme über Gebläseluftdruck und Benzinzulauf besonders wichtig. Am Ende der Vorwärmung wird der Brenner entfernt. Die Temperatur der Schienenenden sinkt nun leicht ab, deshalb sollen die nächsten Arbeitsschritte rasch ablaufen.